Mal ehrlich, 2018, du versprichst nun wirklich kein gutes Jahr für den Metal zu werden, oder? Ja, aber irgendwann ist auch mal das inbrünstigste Feuer erloschen, auch wenn es aus South of Heaven her gelodert hat. Slayer haben in einem Video verkündet, dass es nur noch eine finale Welttournee geben wird. Und finale heißt in dem Sinne letzte, endgültige. Das war's. Finito. Keine überdrehten Slayer-Rufe mehr von wildfremden Metal-Fans, denen man überall auf der Welt begegnet. Eine Symbolfigur des Metals verschwindet, zumindest laut aus dem aktiven Metal-Erlebnis. Die Tour kann sich sehen lassen. Schaut euch nur mal dieses krasse Line-Up an, ey. Hoffentlich kommt ihr auch bei uns vorbei. Ja, man kann jetzt natürlich fragen, wieso das denn das letzte Album, das schlug doch auch ein, in Deutschland sogar Platz 1. Aber, Leute, 37 Jahre gibt es jetzt Slayer. Das ist eine ganze Generation, die diese Band schon auf Tours. Und das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Eine Zeit, in der ja nur noch Tom und Carrie überhaupt Gründungsmitglieder sind mittlerweile. Aber auch eine Zeit, in der sie das heutige Bild der Metal-Szene mitgeprägt haben. Ja? Und zwar musikalisch als auch optisch. Sie waren Vorbilder einer ganzen Generation und manche Quellen sagen, dass Slayer mit ihren Petruskreuzen und dieser militärischen Symbolik einen großen Teil auch zum Aussehen der Black Metal bzw. eigentlich der ganzen Metal-Szene beigetragen haben und eigentlich auch die Entstehung des Death Metals, ja eigentlich der ganzen extremen Metal-Sparte ja eingeleitet haben. Sie gehören zu den Big Four, wuchsen in derselben Gegend wie Metallica auf und hatten von Anfang an noch was mit denen zu tun und hätten eigentlich auch genauso erfolgreich sein können, zumindest kommerziell. Doch sie haben sich für den kompromissloseren und vielleicht auch ein bisschen den ehrlicheren Weg entschieden. Und manche sagen, darunter Steve Urey von Allmusic, dass sie eigentlich erfolgreicher sind als alle anderen Big Four Mitglieder, denn sie haben ein Vermächtnis hinterlassen. Ja, sie haben im Grunde ja wirklich eine ganze Szene mit, ich sage jetzt nicht mit begründet, aber doch geformt. Seht ihr das auch so? Wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dann überrascht uns das Ende von Slayer eigentlich nicht. Ja, Jeff Hanneman verstarb 2013 und Dave Lombardo ist im selben Jahr, ich sag mal, gegangen worden. Und geschäftlich scheint sich da auch einiges nicht mehr so gut zu entwickeln, wie man sich das irgendwie wünschen würde bei einer so erfolgreichen Band. Zumindest ließen das Tom und Carrie in Interviews immer wieder durchblicken. Ja, und ich meine, sie sind verdammt alt geworden. Tom kann zum Beispiel seit einer Operation am Nacken nicht mehr headbangen, was für ihn einfach nicht dasselbe Erlebnis ist. Das ist für ihn nicht einfach zu verkraften, weil das Headbang für ihn immer ein wichtiger Aspekt am Auftreten war. Außerdem ist er ja noch die Familie. In einem Loudwire-Interview aus dem Jahr 2016 sagt er noch, dass es immer schwerer werde, wieder loszuziehen, wenn er bei der Familie war und wieder auf Tour müsse. Ich habe Slayer mittlerweile ein paar Mal gesehen und war nie wirklich von ihrer Performance begeistert, muss ich jetzt ganz ehrlich mal zugeben an der Stelle, außer von Gary Holt, den mochte ich schon bei Exodus. Als ich sie 2014 zum Beispiel auf der Metallica bei Request Tour sah, dachte ich mir dann, aber ja, boah, haben die hier überhaupt noch Bock drauf? Jetzt scheinbar nicht mehr. Ja, ich habe zudem auch mal gelesen, dass Slayer in ziemlich miesen alten Verträgen stecken soll, die sie nie loswerden. So hat die Band zum Beispiel im Jahr 2011 4,4 Millionen Dollar verdient, wovon aber nur 400.000 bei den Bandmitgliedern ankamen. Das klingt irgendwie nach keiner guten Rechnung. Wie dem auch sei, ein kleines Trostpflaster für alte Slayer-Fans könnte es jedoch noch geben. Denn es wurde auch immer wieder in den letzten Interviews von Musik gesprochen, die möglicherweise noch veröffentlicht werden könnte. Ja, so wie es sich bislang liest, könnte es auch sein, dass die Band zwar nicht mehr tourt, aber ja vielleicht doch noch weiter irgendwie zusammen Musik macht. Ich denke, das wird sich sicherlich in den nächsten Tagen dann auch noch auflösen. Aber ja, nach Motorhead verschwindet damit ein weiterer Grundpfeiler der Metal-Szene für immer von der Bühne. Klar kann man jetzt nun wehleidig der alten Zeit hinterher trauern. Aber ich glaube, viel besser ist es doch, wenn man den Blick nach vorne richtet. Ja. Slayer haben ja auch den Staffelstab längst weitergegeben und nun ist es eben an der Zeit, sich auszuruhen, die Beine hochzulegen und zuzusehen, wie die Enkelkinder die Szene aufmischen. Na, das ist ein schönes, harmonisches Bild, passt eigentlich gar nicht so zu Slayer, aber ja, die Zeiten ändern sich und erst in diesen Augenblicken wird einem klar, wie lange die Idole der Metal-Szene eigentlich schon auf Tour waren. Ja. Angefangen in einer Welt, die noch in Osten und Westen getrennt war. Was ist eigentlich der wichtigste Slayer-Song? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ich glaube nämlich nicht, dass es Rain and Blood ist. Ja, also zumindest ist das nicht der beste.
Wir sehen uns dann, meine lieben Freunde, Tschüssikowski, und ich hoffe wirklich, dass es einen schöneren Umstand gibt beim nächsten Mal. Bis dann.